Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und wir sind mal wieder bei der lieben Bayer-Aktie. Große Neuigkeiten, es geht weiter bergab. Aber das wusstet ihr ja schon. Was ist denn passiert seit der letzten Analyse? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage. Und die letzte Analyse war am 31., wenn mich mein Auge nicht trübt. Und am 31. waren wir zumindest noch knapp über oder auf oder in oder bei diesem Unterstützungsbereich. Die Aussage hier war Dead Cat Bounce. Und genau so hier gesehen, geschehen. Wir sind wieder in diesem Widerstandsbereich. Erneut dreht die Bayer-Aktie weiter ab. Wir sind wieder bei den 27,60 und jetzt erneut der Anlauf in diesen Widerstandsbereich. Und was passiert, wenn vor allem eine Bayer-Aktie in einen Widerstandsbereich kommt? Es geht weiter bergab. Und genau das wird nochmal untermauert von der Hiobsbotschaft, dass die Dividende gekürzt wird. Und das ist gar nicht mal so gering. Es geht von 2,40 Euro auf 11 Euro Cent, irgendwie so. Und somit sehen wir dann wieder neue Tiefskurse, beziehungsweise sind direkt auf diesem Verlaufstief, was die letzten Monatstiefs darstellen, Jahrestiefs und so weiter und so fort. Was war zuerst da? Henne-Ei, ist das jetzt quasi eine News, die dazu führte, dass der Kurs jetzt hier dreht? Oder es ist halt einfach ein Widerstandsbereich, wo extrem verkauft wird bei so einem schwachen Wert? Das ist die große Frage aller Fragen. Letztendlich, wie er das ja macht, spielt ja letztendlich keine Rolle. Ziel ist es wohl von den meisten zumindest, mit diesem Wissen Geld zu verdienen. So, genug geplappert. Weiter geht's. Also, alles unter 30 Euro ist aus meiner Sicht bei Bayer short, 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 short. Das ändert gar nichts. Und immer noch unter diesen 28, 29. Der Prognosefall ist nicht umsonst da. Zielkorridor liegt bei den 26 Euro. Und wenn es darunter geht, dann muss man sich wirklich große Gedanken machen, wenn man da immer noch dann drin steckt. Und dann müssen wir mal schauen, ob unsere Bar-Range bis dorthin reicht. Ja, die reicht dorthin. Dann lasst uns den neuen, den letzten, den nächsten Unterstützungsbereich hier finden bei der Bayer-Aktie. Und der wäre dann halt erst bei 23,1 bis 23,8. Das wäre dann der nächste Schlag in die Magengrube. Es bleibt nichts anderes. Hier ist einfach Hopfen und Malz verloren. Ich hoffe, ihr seid short gut unterwegs. Zumindest dafür sollte sich die Bayer-Aktie eignen. Für Long-Kandidaten, Long-Versuche ist es jetzt zu früh, vielleicht für immer zu früh, wie auch immer. Ich wünsche euch gute Trades, macht's gut und bis bald.